Salam alaikum, meine Lieben. Bei uns gibt es heute wieder etwas Marokkanisches zu essen, und zwar ein marokkanisches Festtagsgericht, das sogenannte Jaj Mohammed Rose. Das ist ein relativ aufwendiges, aber dafür sehr lohnendes und leckeres Gericht, mashallah. An das habe ich mich heute herangewagt. Ja, und ich hoffe, dass es euch gefallen wird und dass ihr das leicht nachkochen werdet. Wir benötigen dazu eine Zwiebel, die wir in kleine Würfel hacken werden. Und etwa 8 bis 10 Knoblauchzehen und ein 1 cm großes Ingwerstück. Das werden wir alles zerreiben und es kommt dann alles in einen Mixer rein. Das wird püriert. Ich hatte hier allerdings keinen vernünftigen Hochleistungsmixer, deswegen nehme ich einfach hier meine Smoothie-Maschine. Dazu gebe ich jetzt die ganzen Zutaten. Hinzu kommen auch noch gefrorene Petersilie hier in meinem Fall. Man kann natürlich auch frische nehmen und gefrorenen Koriander. Allerdings sind die Kräuter wirklich sehr viel, die ich hier hinzugebe. Dadurch wird die Soße ziemlich giftgrün. Aber dem Geschmack hat es keinen Abbruch getan. Dann geben wir noch folgende Gewürze hinzu. Und zwar haben wir jetzt hier Pfeffer, dann Chili nach Geschmack, Kreuzkümmel gemahlen, Koriander selbst gemahlen. Das ist das Ras el Hanout, das arabische Gewürz. Dann mit Safran eine Fingerspritze und das Kurkuma. Und in der Mitte Gemüsebrühe. Alles etwa einen Teelöffel, außer die Gemüsebrühe, das sind 2 Teelöffel. Safran natürlich nur eine Fingerspitze. Chili nach Geschmack. Ja, und ansonsten alles, wie ihr seht hier. Und dann kommt natürlich noch Natursalz hinzu. Und zwar etwa, also ich würde hier schon 2 bis 3 Teelöffel nehmen für diese Menge. Ich habe da ein bisschen wenig gegeben, da muss ich später nachwürzen. Und dann geben wir hier etwa eine ganze Zitrone von dem Saft her hinzu, drücken die hier drüber aus und geben das dazu, passen auf, dass die Kerne nicht mit reinkommen und dann geben wir noch 3 bis 4 Esslöffel echtes Olivenöl hinzu. Ja, und das war's und das wird jetzt alles kräftig hier in der Maschine püriert. Ich hatte dann noch etwas Wasser hinzugegeben, damit es einfach besser mit dem Pürieren funktioniert hat. Das kann man noch machen, das ist nicht schlimm. Ja, und dann sieht die Soße hinterher so aus, ziemlich giftgrün, wie ihr sehen könnt, aber die Farbe geht später beim Kochen weg. Ja, und jetzt stechen wir das, wir haben jetzt hier ein ganzes Huhn mit Haut und das stechen wir jetzt an vielen Stellen mit dem Messer ein, damit die Marinade überall schön auch in das Fleisch eindringt, denn dieses Hähnchen sollten wir einen Abend vorher mit der Marinade einreiben und es dann im Kühlschrank legen und erst am nächsten Tag kochen, wenn möglich. Dann wird es später einen leckeren, besseren Geschmack haben, weil dann die Marinade überall in dieses Fleisch eindringt. Die Hälfte dieser Marinade, wie gesagt, kommt jetzt auf dieses Hähnchen. Wir haben den Schwanz noch abgeschnitten und auch von den Flügeln die Spitzen. Und die andere Hälfte kommt jetzt zu dem Basmati-Reis, mit dem wir das Hähnchen dann füllen werden. Ich möchte aber empfehlen, hier den Basmati-Reis zur Hälfte vorzukochen. Wir nehmen eine halbe Tasse Basmati-Reis, also eine halbe kleine Tasse. Mehr braucht man nicht, aber er sollte natürlich eingeweicht werden und wenn möglich auch zur Hälfte vorgekocht werden. Das hatte ich hier nicht getan und deswegen wurde der Reis hinterher ziemlich bissfest, also er wurde nicht so ganz gar. Deswegen möchte ich euch empfehlen, dass ihr den Reis zur Hälfte vorkocht vorher. Ja, und dann nähen wir einfach diese Haut vorne, also oben und unten zu, mit ganz normalem Nähgarn, damit diese Füllung nicht raus. Ja, und legen das in den Kühlschrank eine Nacht und am nächsten Tag werden wir es dann anbraten. Jetzt haben wir es hier am nächsten Tag aus dem Kühlschrank rausgeholt. Jetzt nehmen wir das ganze Hähnchen und tun noch die Beine zusammenbinden und braten das Hähnchen jetzt erstmal in der Pfanne von allen 4 Seiten schön knusprig goldbraun an. Die Beine sollte man natürlich schon mit einem richtigen Garn zusammenbinden, nicht mit einem Gummi, wie ich das hier getan hatte, denn das Gummi geht dann später beim Kochen natürlich kaputt. Und deswegen hatte ich das später nochmal mit einem Garn zusammengebunden. Ja, und dann geben wir, nachdem wir das Hähnchen jetzt von allen 4 Seiten schön braun angebraten haben, geben wir die Soße plus noch die Wasser dazu, also etwa noch so 200 Milliliter Wasser plus eine Viertelpackung passierte Tomaten geben wir noch zu der Soße hinzu. Und dann werden wir einfach das Hähnchen jetzt zugedeckt, so lange garen in der Soße, während wir zwischendurch immer wieder mal das Hähnchen umdrehen, sodass es von allen Seiten gleichmäßig garen kann. So lange garen, bis es gar sein wird.
Währenddessen werden wir jetzt etwa 7 bis 8 mittelgroße Kartoffeln in dicke Scheiben schneiden. Die kommen dann, wenn die Garzeit zur Hälfte um ist, kommen sie in die Soße mit rein und werden noch weiter dann mitgegart, bis das Hähnchen ganz fertig gegart sein wird. Bis dahin werden dann auch die Kartoffeln gar sein. Ja. So, und jetzt ist das alles soweit. Das Hähnchen und die Kartoffeln sind gar. Wir holen jetzt beides aus der Soße raus und geben dann sowohl das Hähnchen als auch die Kartoffeln in eine große gefettete Auflaufform. Ohne Soße, also wir holen natürlich alles aus der Soße raus, aber die Soße wird dann noch mit den Oliven später weitergekocht. Hier kommen jetzt die Oliven in die Soße rein und dann werden die noch etwa 5 bis 10 Minuten in der Soße geköchelt. Jetzt werden wir ein Stückchen Butter nehmen, das klein schneiden und in der Mikrowelle kurz erhitzen, damit es schmilzt, und werden dann Hähnchen und Kartoffeln kurz mit dieser geschmolzenen Butter einstreichen, damit sie dann im Ofen nicht trocken werden, sondern schön knusprig braun. Während also Hähnchen und Kartoffeln im Ofen kurz vor sich hin backen und eine schöne Farbe bekommen, werden wir die Soße nochmal kurz einreduzieren und einen Esslöffel Tomatenmark hinzugeben. Das ist einfach schöner fürs Auge, dann sieht die Soße ein bisschen leckerer aus von der Farbe her. Ja, und wie gesagt, die Soße sollte ein bisschen einreduzieren, damit sie dickflüssiger wird. Ja, und inzwischen sind auch Hähnchen und Kartoffeln fertig. Und jetzt können wir das Ganze auch schon servieren. Dazu geben wir die Soße zuallererst auf einen schönen, großen Präsentierteller, wie wir den hier sehen. Das sind also die typischen marokkanischen Teller. Mashallah, die sind immer sehr schön verziert. Ja, und auf die Soße geben wir dann das Hähnchen, was eigentlich andersherum gelegt werden sollte. Da sieht es schöner aus, also auf den Rücken. Aber ja, das war dann halt jetzt so. Und wir verteilen dann, ordnen dann die Kartoffeln rings um das Hähnchen an. Ja, so könnte man das Ganze dann präsentieren. Wichtig ist noch, dass ihr den Bindfaden zerschneidet, bevor ihr das Ganze serviert. Also den müsst ihr unbedingt vorher noch lösen. Ja, und so kann man dann das Ganze jetzt für die Gäste servieren und alle setzen sich um diesen Teller herum und essen dieses Gericht zusammen. Das Zusammenessen von einem großen Teller macht sehr viel mehr Spaß, das steigert den Appetit und es liegt sehr viel mehr Segen im Essen drin. Abgesehen davon ist es auch von der Sunna, wie ihr sicher wisst. Ja, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Dann wünsche ich guten Appetit und viel Erfolg beim Nachkochen. Und gebt mir doch euer Feedback, wie gut euch dieses Gericht gelungen sein wird, nachdem ihr es nachgekocht haben werdet. Da bin ich gespannt, ob es euch auch so gut schmecken wird wie uns. Ja, dann freue ich mich auf ein Feedback von euch und über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Ja, und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.